Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge des Trading Card Game Onlines mit Timo. Des Trading Card Games, hallo Leute. Ja, Pokémon TCG, oh, mal wieder. Und heute haben wir uns gedacht, wir spielen beide Baby Blaze, also Koplosio. Und ich nehme mal das langsame Koplosio-Deck und Timo das schnelle. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Weil eigentlich, ich spiele mittlerweile auch lieber das schnelle Koplosio-Deck, was Timo mir dann empfohlen hatte. Aber kann man halt trotzdem mal testen, ne? Die Frage ist, also, wenn du jetzt keinen Raichu-Start hast, dann ist echt schlecht. Okay. Das ist das, was ich... Ich habe das Deck irgendwie, das Raichu-Deck mittlerweile, glaube ich, 10, 12 Mal gespielt. Und ich glaube, ich hatte noch nie einen Raichu-Start. Noch nie. Noch nie. Noch nie. Noch nie. Einfach noch nie. Einfach noch nie. Sache ist, ich gönne mir jetzt halt jetzt erstmal meine ganzen Koplosios, was ganz sweet ist. Moment, habe ich überhaupt die Boards drin? Ich hoffe, ich habe die Boards drin. Die muss ich drin haben. Die Boards? Ja, die Rückzugsboards-Zeugs. Ach so. Die Fluchtboards. Ja, die Fluchtboards, genau. Schon drin sein. Müssen eigentlich. So, Sternensuche, gucken wir mal, was gönnen wir uns hier. Oh, ja, das nehmen wir uns doch direkt mal auf die Hand. Das ist halt richtig nice. Ja, Schweißer. Und ich habe halt jetzt schon mein Koplosio gesetupt. Und wenn du halt schlecht ziehst, dann ist das halt richtig gut gezogen. Holy shit. Ja, ich habe richtig gut gezogen. Ich habe insane gut gezogen. Crazy, ja, halt wirklich insane gut. Ach du Heilige. Ich brauche nicht noch den einen Feuerstein, kann ich wegwerfen. Dann gönne ich mir nämlich lieber nochmal ein Kunstrad damit. Wobei, ich habe, glaube ich, keine Grünserkundungen hier drin. Naja, spielt man ja auch nicht, weil Jirachi eine Fähigkeit hat. Ja, ja, ich weiß. Ist ja auch sinnvoll, ne? Naja. Aber du kannst halt das mit benutzen. Das ist eigentlich ein bisschen doof, aber wir spielen es trotzdem. Also nehmen es erstmal auf die Hand. Die Hitzemanufaktur. Ja, das ist ein bisschen die Sache, ne? So, dann holen wir so die zwei Energien wieder und ich bin halt gesetupt. Du bist halt, also... Das war eine richtig starke Runde für dich, holy shit. Das war eine richtig starke Runde. Also, Raichu. Also, jetzt musste ich echt insane ziehen, um das zu. Jirachi gegen Koplosio funktioniert normalerweise nicht so gut, wie es jetzt gerade funktioniert hat. Jirachi und Koplosio. Halt überhaupt nicht. Also, nicht so schnell. Ja, nee. Das hab kein Schweißer? Glaube ich. Nee. Gar nichts. Auch keine Grün. Das ist die Sache. Das ist die Sache. Jetzt kommt das Geloder. Das sieht sehr bitter aus. Das sieht sehr bitter aus. Kritisch! Absolut kritisch. Yep. Ja, jetzt kann ich halt einfach eine Feuerenergie auf dem spielen, den zurückziehen. Ja. Dann mache ich erstmal kurz den hier. Das ist over. So, was gönnen wir uns denn Schönes? Oh, noch ein Fluchtboard, das ist doch auch etwas. Nehmen wir uns doch sehr gerne. Dann würde ich sagen, ich werde auch den Schweißer, glaube ich, nehmen können. Ich glaube, Schweißer wäre sogar schlauer gewesen. Aber ist okay. Dann gönnen wir uns einen Feuerball-Zirkus. 3 Energien weg. Alter, hast du insane gezogen. Ich hab richtig insane gezogen, Alter. Absolut. Okay. Schauen wir mal. Es kommt jetzt drauf an, was ich jetzt ziehe. Wenn du jetzt einen Schweißer ziehst, ist halt noch alles drin. Ja, nee, nicht alles drin, aber... Okay. Kein Schweißer gezogen? Nein. Kritisch. Ich kann es ja immer noch weiter versuchen, also... Ja, deswegen habe ich auch keine Nitzmann-Manufaktur gelegt, weil dadurch hätte ich dir extra Option gegeben. Ja. Das zu machen. Na, also grün, jawollo. Grün ist jetzt richtig sick, oder? Ah, das ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut gewesen. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine zweite Runde, oder? Ja, ich würde sagen, das ist gar nicht mal so bad. Und ich werde nämlich mal Folgendes machen. Wir schweißern mal für diese Karte. Alter, Present, rüste niemals ein zweites Koplosio aus. Da kriege ich immer richtig Krätze. Wieso? Du willst die Feuerenergien, du hast Staffelholz, du willst keine Feuerenergien. Ja, aber ich hatte im Zeitpunkt ja noch keine Staffelhölzer, aber ich brauche ein bisschen Card-Draw. Ja, aber du willst, dann haust du eine Energie notfalls ran, aber du rüstest kein zweites Koplosio aus. Ja, Koplosio ist Koplosio. Du willst jetzt mein Koplosio vielleicht sogar nicht mal killen können, außer hast du jetzt noch irgendwie gut was drauf. Ja, im Fall drücke ich halt die Hölzermanufaktur, ne? Oder hol Raichu. Also ich kann ihn zurückziehen, können Raichu nochmal ziehen, so das ist okay. Wenn du mich wegballerst, kann ich Raichu gehen, kann mir irgendwas holen und kann dann das Koplosio reingehen. So, das, ja, ich verstehe schon den Punkt, ja. Aber der Card Draw in dem Moment, der war mir schon lieber. Ja. Die Ultra-Dimension hilft ja halt richtig nice, so. Also aus der Hilfsmanufaktur, okay. Das passt. Ja. Das passt auf jeden Fall für mich, glaube ich. Despacito auf jeden Fall. Ja, ich frage, also du kannst es doch gewinnen, so ist es nicht, ne? Ja, aber es sieht nicht gut aus. Also ich kann, aber es sieht nicht gut aus. Ja, mal gucken. Also jetzt gönnen sie erstmal ein Kunstrad, ne? Was hast du denn Schönes damit? Eine Feuerenergie haust du weg. Alter, sogar von der Pokémon-Liga eine Feuerenergie.
Die offiziellen. Ein krasser Boy bist du. Die offiziellen. Die offiziellen Feuerenergien. Zwei Reverse, Alter. Das ist ja super altes Energie zu gewinnen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also es so ein aussieht. Das sieht sehr weird aus. Nein, ist gar nichts. Gar kein Supporter. Mein zweiter Pokémon und schon wieder kein Supporter, holy shit. Heute wollen die nicht, halt die Supporter. Die wollen echt nicht. Und damit ist der weg. Dann kann ich halt jetzt erstmal in Raichu gehen. Kann halt erstmal alles machen, so ziemlich. Hast du den Green geholt? Ja, ne? Ja, ja. Ja, ja, Green ist halt auch richtig stark. Ach ja. So, ich mach mal den hier. Und dann mache ich mal den hier. So, wie viel Feuerenergien haben wir drin? Wir haben 7 Energien. Okay, dann gönnen wir uns mal jetzt hier die Feuerenergien. Dann gönnen wir uns die Pokécom. Den Pokécom, nicht die Pokécom. Die Pokécom Land. Die Pokécom. Ja, gönnen wir uns den. Gut gespielt. Ja, okay, alles klar. Ich hasse diese ekligen Alter, die immer sowas machen. So. Ja, dann könnten wir eigentlich die Sternsuche einsetzen. Into Rettungstrage. Hey, das war mal knapp. Kritisch. Dann holen wir uns ein Koplosio wieder. Nicht das Raichu, das Koplosio wollen wir haben. Ja, der Preston, ich hab dir extra die schönen Rettungstragen rüber getradet und du spielst die doofen. Ja. Ja, ich hatte die noch aus. Das ist doch das alte Deck, Timo. Ja, dann überarbeitet man die mit. Das habe ich halt nicht. Ja, das habe ich halt nicht mehr gespielt, das Deck. Das habe ich halt, seitdem ich das schnellere Baby Blaze Deck habe, habe ich das hier überhaupt nicht mehr gespielt. Wusstest du, dass die Leute lieber Reverse-Karten spielen anstatt Holo? Ich verstehe auch gar nicht, wieso dieser Hype um Reverse-Karten da so groß ist. Ich finde die manchmal gar nicht so cool. Ja, also ich mag Holos eigentlich auch mehr als Reverse. Die haben halt ein interessantes Muster, aber ich finde die im Real Life zwar sehr cool, aber so finde ich die gar nicht so cool. Ja. Also ich weiß ja nicht. Den hier, dann machen wir diesen hier. Eine Rettungstrage. Zack, 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 zack. Ach, du mischst hier so alle drei. Ja, weil da liegt doch eh eine Ultra-Dimension. Stimmt. Hättest du halt auch machen können, du hättest dein Jirachi einfach mit rein sortieren können. Weil. Ja, aber nee, Raichu will ich nicht mehr ziehen. Ja, okay. Raichu will ich echt nicht mehr ziehen. Das sehe ich nicht. Dann nehme ich lieber das Koplosio hier wieder. Na gut. Ah, ich kann dich jetzt nicht killen, ne? Also kein. Yes. Ah, Cementa ist gerade echt nice für dich. Also es so, passiert echt selten, dass man Cementa gut nutzen kann, aber hier lohnt es sich halt gerade. Es ist halt auch nur eine Prisma-Karte, also die kann man halt mal ins Deck reinholen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist vor allem in Baby Blaze nice, weil du damit schön stallen kannst. Ja. Das ist das Praktische. That's so. Wir haben hier ein fleißiges Staffelholz, wir haben hier eine Sternensuche. Wir gönnen uns ein Feuerkristall. Like it, aha, aha. Ah, kritisch. Okay. Ich glaube, ach, ich weiß halt nicht, ob ich die Hitzemanufaktur spielen will oder nicht. Da, das ist etwas, wo ich mir auch super unsicher bin gerade. Ob sich das für mich lohnt und dir nicht mehr Möglichkeiten gibt, weil du den Card draw kannst du legit auch nicht sagen, also ist halt alles lackbasiert. Ja, die Sache ist, du willst halt mit Baby Blaze sehr viel Card draw haben und du hast halt aktuell nur 2 Karten. Ja, warum schmeißt du die Feuerenergien weg? Wieso mache ich das? Alter, wieso mache ich das? Da muss ich ja komplett los, Alter. Oh, ich hab's einfach automatisch gemacht, Alter. Da muss ich komplett los. Jetzt habe ich einen Chokeplay gemacht, Mann. Da muss ich halt richtig los. Das kannst du jetzt halt immer noch gewinnen. Weil ich jetzt halt richtig hart gechoked habe. Mann, wieso mache ich das denn? Alter, ich hasse mein Leben. Ich bin richtig bad. Mach ich das so? Du holst ja jetzt mit der Grünen irgendwas Gutes. Feldgebläse, fleißige Staffelholz. Ja. Kannst jetzt die 2 weghauen. Das ist gar nicht so bad sein gerade. Och man, wieso habe ich die 3 Feuerenergien weggehauen? Wenn ich die nicht weggehauen hätte, wäre alles okay gewesen. So haben wir jetzt aber ein kleines Problem. Zack, zack, zack. Ist jetzt halt natürlich alles ein bisschen risky. Hast du die 3 Feuerenergien? Ja, ich hab's perfekt. Also so ist nicht. Aber jetzt habe ich halt gar nichts mehr. So, ja. Jetzt muss ich halt nächste Runde eine Grün oder eine Feuerkristall oder sonst was. Ah, vielleicht hier in den Preis Karten. Du musst halt was Gutes topdecken. Ah, ah, oh, kritisch. Oh, I, oh, ah, ah. Die Frage ist, ich spiele nicht Raichu. Raichu sehe ich hier nicht. Der ist mir, glaube ich, jetzt zu slow. So. Ich kann jetzt das mit Samantha spielen. Oh ja, nee. Okay, das ist gut, ja. Ich kann Hitzemanufaktur spielen. Mhm.
die Feuerenergie abwerfen. Ich habe richtig schlecht gedrawt. Ja, du hast halt richtig am Anfang richtig gut gedrawt. Die Sachen sind schon in deinem Ablagestapel present. Ja, das ist gerade richtig kritisch. Ja, das kann ja Nesp. Ich habe keinen. Ja, das war super. Das ist gerade richtig kritisch. Hättest du lieber für Food aufheben sollen. Das ist jetzt gerade doof. Das ist halt echt doof gerade. Ja, okay. Okay. Ja, was denn? Ja, nee, ich kann mir halt jetzt eine Preiskarte anschauen, was halt ganz cool ist. Ja, das ist halt gut für dich. Oh, nice. Eine Feuerenergie. Ja, macht ja keinen Unterschied. Ja, ja, ja. So. Wir Kunstraden einfach mal und ja, Feuerstein. Ich habe doch gar keine Feuerenergien mehr drin. Doch, ich müsste noch welche haben. Ja, doch, safe. Warte, wie viel hast du mal? 12, ja, doch. Die Frage ist, Bromley ist richtig sick, aber ich brauche alle anderen Items da drauf, das heißt, ich hau beide Bromleys weg. Okay, 3 Feuerenergien. Das ist okay, damit kann ich arbeiten. Damit lässt sich wirklich arbeiten. Problem ist halt trotzdem... Kannst dich dann halt nicht boxen. Ja, das ist das Problem. So, hauen wir den hier weg. Ach, muss ich 2 weghauen? Nee. Nee, nee. Okay, wir hauen das weg. So, dann haben wir den hier. Haben die 2. Mhm. Okay. Wenn ich dann halt alle 3 lege... Dann boxst du mich halt nicht mehr um. Boxst du dich halt nicht mehr um, außer ich bekomme jetzt einen Feuerkristall. Topdeckst jetzt Feuerkristall. Oh, du hast keine Karten mehr. Ja, GG Present. Ja, Moment, ich habe keine Karten mehr, als ob... Das kannst du nicht erzählen. Wie ist das passiert? Damit kann ich leben. Wann ist das passiert? Du hast halt echt die ganze Zeit übertrieben viel gezogen. Alter, ich sag's dir, ich glaube, Jirachi und Komplosio sind halt einfach zu... Du zu verschieden. Du ziehst halt einfach zu viel. Ja. Und wenn du dann nicht gegen Tag-Team-Karten oder GX-Karten oder so spielst, dann hast du halt ein Problem. So. Die Sache ist, ja, band jetzt einfach deinen Zug. Ach, Timo, band einfach deinen Zug. Na gut, ja, ich könnte dich eh nicht angreifen. Baby Blaze ist halt einfach viel zu schnell und Jirachi nimmt die ganze Geschwindigkeit nimmt Jirachi raus. So. Den Wind aus deinen Segeln. Richtig, und das ist halt das große Problem dabei. Wobei, ich könnte dich sogar nicht mehr angreifen, sehe ich gerade. Wobei. Ja, du hast ja keinen Schweißer. Oder? Okay, aber du jetzt hast nicht... Jetzt müsste ich halt einen Feuerkristall bekommen. Ja, wenn du das bekommst... Weißt du, was ich auf meiner Hand habe? 3 Feuersteine Energie. Und 2 Grün. Ja gut, ja gut. Okay, GG. GG. Ha, ja, Leute, deswegen ist Jirachi mit Blaze nicht so gut. Nee, also ich finde normales Blaze schon besser. Die Leute sagen mir die ganze Zeit, oh, spiel doch mit Jirachi, aber ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt auch das letzte Mal Jirachi gespielt, bevor du mir eben gesagt hast, dass dieses Baby Blaze halt ganz cool ist. Hab's dann nur noch gespielt und seitdem, ja, Baby Blaze, das Schnelle ohne Jirachi gefällt mir viel, viel mehr. Mir gefällt es halt auch viel, viel mehr. Aber ja, gut. Dafür habe ich mir das Schaden gemacht, deswegen bin ich der Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Schau bei Timo vorbei. Bewerbe Kommentare sehr gerne sehen. Tschüss. Tschüss.